Smarana, ihr Lieben, ich freue mich sehr auf heute Abend, denn wir sind hier alle Smarana-Partner versammelt und wir möchten gerne mit euch und für euch beten. Ich bin sowas von gerührt und ihr spürt es an meinen Worten. Es ist einfach ja so schön. Und ich freue mich sehr, dass alle Smarana-Partner heute auch hier sind und ich möchte sie euch gerne vorstellen und so übergebe ich jetzt mal das Wort an die Marianne, meine liebe Marianne. Smarana, ich bin Marianne Selina. Meine Webseite ist Smarana Yoga und Heilung. Ich bin Yogalehrerin und Heiltherapeutin und Bioenergietherapeutin. Seit einem Jahr, seit letzten April, bin ich bei Smarana in der Partnerschaft. Ja, schön, Also Marianne. bin ich gerne dabei. Ja, das ist schön, das freut mich sehr. Dann gebe ich das Wort an Helga. Ich bin Helga Safira. Ich bin ganzheitliche Beratungstherapeutin und ja, seit einem Jahr, auch seit April, genau wie Marianne, Partnerin von Nirjana und von Smarana. Und ja, meine Webseite ist Smarana Akasha. Und ja, ich habe einige verschiedene Ausbildungen gemacht, die sich ja zu einem gesamtheitlichen Konzept entwickelt haben, das mir ermöglicht, den Menschen, der zu mir kommt, wirklich da abzuholen, wo er gerade im Leben steht. Und das erfüllt mich sehr. Also es ist wirklich ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, dass ich meine Erfahrungen und ja, Erkenntnisse teilen darf. Und getragen von der Energie von Smarana ist es ja ganz was Besonderes. Und ich danke dir, liebe Monika, dass du uns das ermöglichst. Das freue ich mich sehr über deine Worte und ja, ich mache das von Herzen gerne, weil das Licht von Smarana sich ja so weiter über die Erde verbreitet durch euch, ihr Lieben. Ja, liebe Silke, möchtest du auch dich bitte vorstellen? Ja, sehr gerne, liebe Monika. Ich bin Silke Soraya. Ich bin seit kurzem Partnerin und bin dafür auch sehr dankbar, diese Chance zu bekommen. Meine Seite ist die Smarana Art and Soul. Ich bin Bioenergie-Therapeutin, habe meine Ausbildung bei Monika gemacht und male auch Energiebilder. Und die Kraft der Gemeinschaft ist für mich einfach die größte Kraft, die es gibt. Und daher bin ich sehr dankbar dafür, dabei sein zu dürfen. Ja, ich finde es auch wundervoll, dass du dabei bist und uns mit deinen Bildern unterstützt, weil die haben auch so eine wundervolle, schöne Energie, liebe Silke. Dankeschön. Ja, und jetzt darf ich unseren lieben Paul begrüßen. Magst du dich auch vorstellen, Paul? Ja. Smarana. Mein Name ist Paul Betschart. Ich komme aus der Schweiz und mein Webshop, der heißt Smarana Energetik. Und ich habe mich ausgebildet jetzt kürzlich bei Monika als Bioenergietherapeut. Mache aber schon länger Prana-Heilung, das habe ich etwa vor 20 Jahren gelernt. Sind beide sehr interessante und wirkungsvolle Heilmethoden, die mir sehr viel Freude machen. Und ich bin jetzt in der Smarana-Partnerschaft seit April. Und ja, bin sehr zufrieden. Es gefällt mir. Finde es wichtig, dass wir uns im Wassermann-Zeitalter zusammenschließen, in Gruppen, in solchen Gemeinschaften. Dankeschön, lieber Paul. Schön, dass du bei uns bist. Liebe Nadine, magst du dich auch bitte vorstellen? Sehr gerne. Ja, hallo. Also ich bin die Nadine Scheyer-Amar aus Österreich und bei mir dreht sich alles um die gelebte Spiritualität, um Gesundheit und Ernährung. Also kurz gesagt, um ganzheitliche Betrachtungsweise. Denn aus meiner Sicht geht das eine nicht ohne dem anderen. Und primär geht es mir auch darum, dass jeder sein Potenzial der Eigenermächtigung kennenlernt und dann fähig ist, seinen ganz persönlichen Spirit in das irdische Leben zu integrieren. Und zwar auf ja, leichte, fast schon verspielte Art und Weise
freudvoll, lebendig zu integrieren. Und wenn wir uns in diesen, wie soll ich sagen, in diesen hohen Bewusstseinsfeldern bewegen, dann sind wir auf einer sehr hohen Frequenz und wir können uns ganz leicht mit der geistigen Welt verbinden, ja, und fast schon wie von alleine zwischen den Welten switchen und den Dimensionen. Und das ist das, was mich momentan antreibt und bewegt und ich auf meiner Plattform sozusagen auf Smarana Balance mit euch teilen möchte. Dazu habe ich einige wertvolle Ausbildungen gemacht und das Wichtigste ist eigentlich so die eigenen Erfahrungen, die ich sammeln habe dürfen. Genau. Okay. Und vielen, vielen Dank, Monika, dass wir hier in so einer Gruppe uns zeigen dürfen durch das Ganze. Das ist wertvoll. Danke. Sehr gerne. Das freut mich auch außerordentlich. Liebe Diana, magst du dich bitte auch noch vorstellen? Hallo ihr Lieben, mein Name ist Mangala. Mich findet ihr unter Smarana Fülle und Bewusstsein. Ich habe ein eigenes Yoga-Studio, bin Body-Mind-Therapeutin. Außerdem bin ich Channel-Medium und Akashia-Medium. Gerne lege ich dir auch die Karten, wenn du magst. Schau, ob da was ganz Interessantes für dich in Zukunft passiert. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe einen ganzen Koffer voller Werkzeuge und ich bin glücklich, seit Beginn des Jahres bei Smarana dabei zu sein. Ich wünsche uns heute ganz viel Freude und Glück. Alles Liebe. Ich danke dir. Ich danke euch allen, dass ihr heute hier seid und dass wir dieses Video machen können. Und liebe, liebe Freunde, bitte verzeiht, wenn es manchmal ein bisschen knistert in der Leitung. Wir sind also über 3 Länder verbunden und das Internet ist manchmal nicht ganz so optimal. Also es ist aber, wie es ist. Wichtig ist, dass wir da sind und vor allen Dingen unser Gebet. Wir möchten also mit diesem Gebet alle Menschen auf der Erde unterstützen. Alle Menschen und in allen Zeiten. Es soll nicht nur für heute, für jetzt, für die Situation helfen, sondern es soll eigentlich immer da sein. Immer Licht und Liebe und Trost ausstrahlen. Und das ist ja das, was uns dann Hoffnung und Vertrauen gibt und auch die Nähe Gottes spüren lässt. Und gerade unter Smarana, von dem Gotteslicht, was ja da allein über die Töne von Smarana zu uns fließt, breitet sich schon die Energie aus und ich spüre es, überall kriege ich schon Gänsehaut. Es fängt also schon enorm an. Und wir laden euch alle ein, ganz herzlich, uns zuzuhören, vielleicht in Gedanken mitzusprechen. Und wenn wir dann alle gesprochen haben, dann gebe ich euch auch allen noch mal ein bisschen Zeit, sodass jeder auch noch seine eigenen Worte mit einbringen kann, sodass sich dieses Feld zu einer wundervollen Kugel der Liebe und der Hilfe und Unterstützung ausbilden kann. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Trost, Licht und Liebe. Voller Dankbarkeit, voller Achtsamkeit und großer Liebe spreche ich heute. Und ich rufe die große Schöpferkraft der unendlichen, vollkommenen Liebe. Ich rufe die göttliche Schöpferkraft. Und ich bitte darum, allen Menschen, welche jetzt gerade in diesem Moment in Not sind, zu helfen. Ich bitte darum, dass allen Menschen, welche vielleicht gerade gar nicht wissen, was als nächstes kommt, Hilfe und Unterstützung. Ich bitte um Kraft und Zuversicht, sodass ich das Vertrauen,
das Vertrauen in das Leben wieder einstellen kann. Denn all das, was gerade passiert, ist für einige von uns sehr schwer zu tragen. Und ich weiß, dass die göttliche Liebe, der göttliche Schutz helfen wird. Und ich bedanke mich für diese Hilfe. Und so gebe ich jetzt weiter an Helga. Ich lasse aus meinem Herzen mein tiefes Mitgefühl zu allen Menschen, zu allen Seelen fließen, die jetzt aktuell betroffen sind, für alle Familien, für alle Angehörige, die eventuell liebste Menschen verloren haben. Ich schicke aus meinem Herzen ganz viel Liebe, getragen von dem Heilfeld von Smarana. Wünsche ich mir, dass diese allumfassende göttliche Liebe und die göttliche Heilung aus dem Heilfeld von Smarana jetzt zu jedem Menschen fließt. Und diese herausfordernde Zeit für uns auch als Chance genutzt werden kann, um wieder zueinander zu finden. Auch innerhalb der Familie, wenn so ein Schicksal eine Familie trifft, ist es oft die Möglichkeit, wenn vorher Zwist und Streit war, wieder zusammenzufinden, sich gegenseitig zu tragen und zu nähren. Und übergebe an Paul. Gott Vater, Gott Mutter, alle großen Wesen, heiligen Engel und Erzengel, ich danke, dass ihr uns dabei unterstützt, dass wir Gemeinschaften bilden, dass wir mehr das Verbindende suchen und weniger das Trennende, dass wir das Gute in den Dingen sehen und in den Menschen, dass wir ihnen helfen können. Danke, dass wir eine Weltgemeinschaft aufbauen können, dass wir uns alle als Weltenbürger sehen und nicht mehr in den Trennungen von den Ländern. Und im Grunde genommen sind wir doch alle eins. Lass uns dies erkennen, dies fühlen und auch im Handeln ausdrücken. Danke, danke, danke. Ich gebe weiter an Mariam. So öffne ich meinen Herzensraum ganz weit, um die Liebe und das Licht von Jesus Christus zu allen Menschen, zu allen Wesen fließen zu lassen. Zu Mutter Erde, zu allem, was ist, möge Frieden entstehen auf der ganzen Erde. So lasse ich die Liebe fließen durch mich hindurch, ganz weit hinausdehnen, in alle Richtungen der Zeit. Ich übergebe an Nadine. Wir rufen nun Erzengel Sandalfon und bitten ihn, unsere Liebe im Herzen von unserer geliebten Erde zu speichern und unser Seelenlicht in den Tiefen von Gaia zu verankern. Und verbinden uns nun mit der göttlichen Quelle und den Feldern von Smarana. Von dort aus nehmen wir Kontakt auf mit der neuen dimensionalen Lichtkraft der aufgestiegenen Venus. Spüre nun, wie dieses Licht über dein Sternentor durch all deine Chakren hindurchfließt, deinen Körper in bedingungsloser Liebe erstrahlen lässt, hinab bis zu deinem Erdstern-Chakra. Nimm wahr,
wie dein Erdstern nun mit dem Licht der Venus verschmilzt und anfängt, durch die Tiefen von Gaia zu wandern. Spüre, wie die ganze Umgebung, wo du dich gerade befindest, zum Leuchten beginnt. Und wie dieses Licht in den nahegelegenen Leylinien um dich herum fließt. Wir bitten um die Erddrachen in unserem Gebetsfeld, denn sie wissen genau, wo am meisten dieses kraftvolle Liebeslicht gebraucht wird. Danke, ihr lieben Drachen, dass ihr jetzt dieses Licht auf der Erde verteilt. Und zum Schluss bitten wir Erzengel Sandalphon und Metatron, die höheren Aspekte des Himmels im Herzen von Gaia zu verankern. Danke, danke, danke. Ich übergebe nun an Mangala. Wir schicken die allumfassende Fülle, ganz viel Licht und Liebe der Smarana-Energie in all die Menschen da draußen, die es so sehr gebrauchen können, für alle Respekt, friedvolle Gedanken, mehr Liebe, und gebe ab an Silke. Bitte um die Kraft der Zuversicht, der Hoffnung und des Friedens. Möge sie in jedem Herzen Einlass finden. Mögen wir zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen und das Licht Gottes auf Erden verankern. Ich übergebe an Mirjana. Aus der Tiefe meines Herzens fließt Liebe und Licht zu allen Menschen auf dieser Erde. Und für alle, die heute hier versammelt sind, für alle Menschen, welche sich gerufen fühlten, unseren Worten zu lauschen, ergibt sich jetzt die Möglichkeit, selbst einige Worte der Liebe, der Hoffnung, des Lichtes zu sprechen. So nimm dir jetzt die Zeit und spreche mit deiner inneren Stimme all das aus, was dir am Herzen liegt, sodass sich die neue Erde bilden kann. Mögen alle Gedanken und Worte zu der Wahrheit finden. Möge die Unterstützung in der größten Fülle auf die Erde fließen und sich die göttliche Ordnung wie von ganz allein kreieren. Habt ganz viel Dank, dass ihr heute bei uns wart, dass ihr mit uns gebetet habt.
Und so schließe ich das Gebet voller Demut und Achtsamkeit. Meine Lieben, ich danke euch sehr. Und ihr dürft auch gerne dieses Gebet teilen unter euren Freunden, wo ihr wisst, dass es vielleicht helfen kann, wo es gebraucht wird. Und ich wünsche euch allen das Allerbeste. Und gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam schaffen wir alles. Gottes Liebe ist bei uns, die Engel sind bei uns, die Drachen sind bei uns. Wir haben überall Unterstützung und all die Helfer, die ihr noch dazu ruft, auch die dürfen da sein. Dann verabschiede ich mich und sage mit euch allen zusammen auf Wiedersehen und bis bald. Hallo. Tschüss. Marana. Tschüss. Marana. Marana. Marana.